Ich vermute mal, dass sowieso unser Neuzugang mit Nein stimmt. Oh nein, der ist sogar dafür. Trioptimum fehlt nur noch. So. Dann Bodentruppen mitbringen? Ich habe mich gar nicht Ich habe Bodentruppen. Ich muss nur warten, bis. Also, ich muss jetzt erstmal meinem Nachbarn rechts auf die Schnauze hauen. Der flottentechnisch ebenbürtig ist, aber das schauen wir mal. Dass wir den irgendwie vielleicht in eine kleine Falle locken können oder so. Gut, das funktioniert schon mal schön. So, jetzt muss die Station hier nur noch... Was? Was hast du denn für Bodentruppen? Du hast... steht deine Kampfstärke hier irgendwo? 152. Ja, versuche ich es überhaupt? wo ist denn hier meine Ziel? Was ist das? Ah, fuck. Noch eine Kriegserklärung. Weil natürlich uns alles wieder Krieg erklären muss. Und da bin ich ja mal gespannt. Krieg ist doch anscheinend kein Kriegsziel ausgewählt worden. Müsste aber eigentlich. Ach so, nee. Bei einem von denen habe ich kein Kriegsziel. Das ist richtig. So, kommt meine Armee. 4,2k hat er. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier jetzt passiert. Rechts. Vernichtet seine Flotte. Jawohl. So, holt mir mein System zurück. Ich mag das neue Kriegs-Overlay für Bodentruppen. Weil du wirklich siehst, was passiert und was du in Reserve hast und sonstiges. Und dass einem Sklaven echt egal sind. Los, holt meinen Planeten wieder. Oh, das ist gar nicht mein Planet. Vasekton habe ich, in den dritten komme ich aber nicht rein, da hat er eine Stufe 2 Sternenbasis. Habe ich gewonnen? Achso, ja, weil der Krieg noch nicht vorbei ist. Okay. Ach du Schande. So, einmal kurz. So, spielt den Köder bitte. Gucken wir mal, was passiert. Jawohl, meine Verbündeten sind da. Es wird. Jawohl. Das müsste jetzt eigentlich der Drops gewesen sein. So, es repariert die Schiffe. Brauchen ihre Hitpoints. Achso, kann ich nicht. Oh, ich habe eine Forschung fertig und hab's nicht mal mitgekriegt. Kann gar nicht sagen, wie egal mir das gerade alles ist.
Okay. Wir kommen gar nicht dazu, dem... Ah, Qui-Gon ist im Norden. Gut, alles klar. Ja, aber wie gesagt, ich komme ja nicht vorbei. Okay. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig wird. Ach du Schande. Er hat ja meine ganzen Legierungen. Wenn ich Schiffe bauen kann, habe ich keine Legierungen mehr. Ich habe einen klitzekleinen Fehler gemacht. Aber... Das ist schlecht. Ah, seine Flotte springt weg. Muss das Knotensystem haben. Ich muss irgendwie vorankommen. Aber ich würde sagen, wie der Krieg auch immer ausgehen mag, schauen wir beim nächsten Mal. Und machen gleich Pause. Und schauen uns das dann an. Ob wir das Ruder nochmal rumreißen können oder nicht. Qui-Gon, brauchst du Alloys? Sekunde. Dann schicke ich dir eben noch welche. Damit du dann vielleicht da durchkommst. Oder ist das eher unwahrscheinlich? Mit der 1,7K-Flotte, ich weiß nicht, wie stark die Festung von dir ist. Siehst du das nicht? Sekunde. 3,9. Wow, 500. 3,9. Ja. Bei 1,7 und werde dann bei 1,9 sein gleich. Oh, seine Flotte kommt. 6K. ich gehe mal weg. Okay. Also ich schaffe ihn hier nur dank der Föderationsflotte. Sonst würde das, glaube ich, auch ganz anders aussehen. Aber ich habe mich mal ein paar Legierungen geschickt, weil ich fast 100 pro Runde mache. Das... Hä? Wie hat er denn die Station hier zurückerobert? Was zum Teufel? Wie hat er das denn geschafft? Oh. Weil seine Flotte sich ständig zurückzieht. Da gehen also gar keine Schiffe drauf, sondern die springen alle weg. Ja. Ja, das ist dann natürlich dumm. Und ich wüsste auch nicht, wie ich dagegen was machen soll. Nerv. Ja, ich hab so die Vermutung, das war's trotzdem. Also egal, wie man es dreht und wendet. GG. Weil Jay kriegt gerade unten auf die Fresse, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oben wieder? Qui-Gon kriegt oben aufs Fressbrett. Und ich kann hier nicht raus und in die Front gehen. Weil, weil Gründe. Weil. Naja, weil Krieg an allen Fronten und.
kann mich nicht zerteilen. Ich kann dem rechts nicht auf die Schnauze hauen, weil ich nicht vorankomme. Ich kann nicht nach oben durchstoßen zu Qui-Gon, weil ist so. Und Jay kann ich nicht helfen. Und die KI pflückt ihn gerade auseinander. Ja. Das kann bei Stellaris durchaus auch mal passieren. Ja, das ist das Einzige, was mich auch stutzig macht. Das Warum. Weil ich wüsste nicht, was wir jetzt, ich sag mal, großartig falsch gemacht hätten. Was das jetzt in Anführungszeichen rechtfertigt. Dass wir halt so fies aufs Fressbrett gekriegt haben. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Aber da werden wir uns mal im ruhigen Kämmerlein unterhalten, ob wir das noch weitermachen oder nicht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder mich schlagen. Im Stillen. Doch unschuldig. Ich sag im stillen Kämmerlein. Das heißt, es wird unser Haus nicht verlassen. Es wird den Keller nicht verlassen. Ja, und irgendwie die ganzen Föderationen, die in Aussicht standen, die wollen ja doch nicht. Was mir total auf den Keks geht, weil, nee, du bist mit dem da in der Föderation und das finde ich doof und hast du nicht gesehen? Also ich finde die generelle Idee mit dem Megacorps finde ich interessant. Falls wir hier jetzt Schluss machen, ich möchte nur ein kurzes Fazit abgeben. Also generelles Megacorp-Prinzip finde ich interessant. Handeln ist zwar nicht meins, aber ich finde die Features generell interessant, aber irgendwie ist es halt merkwürdig. Zum Beispiel mit diesen Zweigstellen, dass immer nur eine Zweigstelle generell existieren darf und sonst nichts. Moment. Also ja, pro Planet. Ich dachte zuerst nur auf dem Hammelplaneten, aber du kannst eine Zweigstelle auf jedem Planeten der anderen Fraktion halt bauen. Also dann auch teilweise 10, 15 Stück in einem Raumgebiet. Ich habe das in einem anderen Self-Game, was ich mit einem anderen Leuten spiele. Ich glaube, ich jetzt 12 Stationen insgesamt, die zusammen alleine, ich würde sagen, gute 500 Energie pro Runde produzieren. Also ich habe mit meist 700 oder 800 Energie plus. Und jede von diesen Stationen produziert nochmal 6 Forschungen von jeder. Sondern darüber nochmal ungefähr 70 oder 80 Forschungen. Also auf gut Deutsch, wir haben falsch gespielt. Wir hätten nicht alle zusammen wahrscheinlich die Megacorp nehmen sollen. Einer die Megacorp und der da von beiden anderen profitiert sehr stark. Ah. Ich glaube, das wäre die beste Option gewesen. Dass du halt auf jedem Planeten so ein Ding haben kannst, das ist mir hier. Also dann lohnt sich so eine Zweigstelle ja dann richtig. Weil du halt Zweigstellen for Days machen kannst und dadurch dein Reich quasi expandierst, ohne dass du es expandierst. Ja. Verstehst du? Und dann... Voraussetzt, du kriegst die NPCs dazu hin, einen Wirtschaftspakt mit dir zu machen. Ja, was in unserem Fall ja tatsächlich war. Die wollten ja alle mit uns Wirtschaftspakten. Und das Empire zwischen Qui-Gon und mir greift jetzt unseren Verbündeten an. Also der wird da sicherlich auch bald durchstoßen. Dann hat sich das ja fast mit dem GG schon erledigt. Also Jake ist fast ganz weg. Warum oder nicht? Oder auch nicht. Ich habe gerade die Armada der Leergeborenen gekauft. Der Leergeborenen? Ja. 56 Schiffe, 4,9 km. Oh, okay, ja dann... Und den Marodeuren. Marodeuren können wir ja auch noch Sachen einkaufen. Ja, schön. Da hätten wir auch mal früher dran denken müssen. Ja, die hatten es gerade eben keine, aber gerade die Pandemie, wir haben jetzt welche. Das sind 6 World Champion Class Zerstörer, 8 Lancer-Fregatten und 16 Outrider Plünderschiffe. Ja. Plünderschiffe sind. Bitte? Achso. Okay. Plünderschiffe haben 3 Ripper-Autokanonen drauf. Lancer haben eine große Railgun und 2 UV-Laser. Große hat dann einen großen UV-Laser, 2 mittlere Railguns und 2 Ripper-Autokanonen.
Ja, also das klingt schon mal nicht verkehrt. General dabei, der ausreichend und Feuerrate der Schiffe erhöht. Also, mein Kampf hier vorne ist auch noch nicht ganz verloren. Da lässt sich auch noch was retten, sage ich mal. Also, ich habe hier jetzt 5k, damit müsste ich eigentlich durch ihn durchkommen. Plus das, was mein Verbündeter hier noch anschleppt. Also, da müsste... noch eine Flotte gekauft. Ja, wenn du es hast, hau rein. Und dann gib dem Blauen jetzt Zunder. Und noch eine Flotte. Ja, nicht kaufen, angreifen. Ja. Ich habe jetzt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ungefähr 13 Flotte. Ja, dann hau rein, die hast du nur für eine gewisse Zeit, ne? Also jetzt mach den Blauen platt. Dabei. Weil wenn der weg ist, haben wir eine Front weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Dann müsste es eigentlich aufgehen. Aber ich würde fast sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Gut, jetzt bin ich noch mitten im Gefecht. Ja, eine 4,1k Flotte gegen meine 5k plus die Verbündeten. Das müsste eigentlich relativ einseitig ausgehen. Ja, geht es auch. Gut. Bam, er ist weggesprungen. Hä? Ach so. Hä? Ist da noch eine Flotte? Merkwürdig. Und, ja, wie gesagt, dann würde ich doch tatsächlich beim nächsten Mal gucken, wie sich das dann darstellt. Ob und wie und was und wann und überhaupt. So. Ja, Moment. Ich muss gerade ein bisschen micromanagen, weil ich habe gerade tatsächlich ein klitzebisschen Problem. Und zwar hatte ich keine Mineralien mehr. Boah, ey, der geht mir auf den Sack mit seiner Flotte. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich... Also das ist jetzt halt tatsächlich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich kriege keine vernünftige Front aufgebaut, weil seine Schiffe einfach zu schnell wieder... Bei dem Grünen. Hier rechts neben mir. Weil ich bei dem Blauen gerade seine Riskflotte zum Großteil zerspringt. Ich krieg seine Flotte nicht kaputt? Weil sie halt irgendwie immer wieder wegspringt? Was ja auch legitim ist. Und dann geht's halt irgendwie nicht weiter. Und ja, das ist halt ein bisschen dumm. Was ist denn hier das Problem? Achso. Ich habe Sklavenunruhen auf einer meiner Welten. Das Letzte, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Gut, aber bevor es jetzt wieder weitergeht und wir das nächste Gefecht haben, hat Jake, hast du deinen Kampf gewonnen? Ich bin gerade im Gefecht. Ah, okay. Sind alle soweit? Kann ich Pause machen? Also ich habe Pause. Achso. Moment, ich... Achso, du bist auch gerade im Kampf, okay. Ja, wenn ich die Schiffe habe, ja, ziehe ja, auch nach vorne, das oder? Ja, klar, bietet sich auch an. Meine drei komplette Marodeurflotten, das kann das Ganze nochmal wenden, glaube ich. Das kann es auch. Und vor allem, ey, die waren voll billig. Das waren vielleicht 15.000 Energiecredits, die wir haben wollten dafür. Das ist ja nix. Wenn ich da früher dran gedacht hätte, dann... Bitte Schändler oder was? Ich verstehe halt nur nicht, warum die Stabilität auf der Welt so niedrig ist. Wenn ich noch einen Kampf machen darf, dann nicht mehr Herrleitsystem. Ja. Ja, ich verstehe noch nicht, wo ich das richtig vernünftig ansehen kann. Ich sehe hier schon wieder. Kriegst du eine komische Flotte nicht kaputt?
Die ist immer wieder da. Und ich weiß nicht warum. Ich muss die irgendwie endgültig knacken und das geht nicht. Wollt ihr übersehen, wie lange die Flotten da bleiben? Ich glaube, 5 Jahre oder so. Also ein bisschen hast du noch. Und die sind ja nun auch nicht gerade klein. Ja. Ja, Bodentruppen fehlt mir. Ja, dann macht eine Schneise, dann kann ich Bodentruppen schicken. Doch, Zweikämpfe machen, dann bin ich durch. Okay. Mach das halt. Ich binde den Grünen dann halt hier in dem System, weil kann ja eh nichts anderes. Das geht ruckzuck mit dem Flotten. Ja, ja, er hat hier aber noch eine in Hedus, ne? Das ist irgendwie so sein Last Stand scheinbar. Nee, da fliege ich gerade jetzt hin. Nee, die ist gerade geflohen. Jage ich schon eine ganze Weile. Ja, das ist halt auch das Problem, was ich halt hab, ne? Ich jage seine Flotte, aber irgendwie passiert hier nichts. Scheiße. Jake hat seine verloren? Heimatwelt verloren. Oh. Aber ich hab doch da schon... Die sind unzufrieden, weil Sklaven radikalisieren sich. Zufriedenheitswertung Bewohner. Auswirkung von niedriger Stabilität. Aber es steht halt nicht, warum. Also die haben schon so ein Happiness 1. Mehr gibt's halt nicht für den ganzen Scheißplaneten. Aber ich glaube, man braucht mehr davon. Was machen denn hier? Handelswert und Dienstleistung? Nee. Luxusresidenzen machen die auch irgendwie? Nee, die machen nur Wohnungen. Ja, keine Ahnung. Ja, das war aber schon immer so. Du hast doch die Mineralien verloren. Ja, ja, klar. Ich bin jetzt im Usmsara-System. Ja, ich halte jetzt hier die Stellung an dieser komischen Station, weil mehr kann ich gerade auch nicht machen. Weil er immer wieder ankommt und mein einer Planet halt hier rebelliert vor sich hin. War das? Jetzt kann ich noch ein Holo-Theater bauen, dann baue ich noch ein zweites. Also, bitte? Welche Station wohl? Ich hocke in Ridigus. Da bin ich. Die links von uns. Sollen wir Status Quo machen? Dann haben wir eine Schneise durch. Ja, dann machen wir. Links von uns. Ich hab die Planeten halt nicht angenommen. Es könnte dann aber sein, dass Jake super viel fehlt. Wer ist denn mit denen verbündet? Der nicht? Ja, das ist... Nee. Wie heißen die denn? Jonas. Ja, das sind die anderen. Das heißt, da hätten wir sogar noch. Dann könnten wir unsere Kräfte bündeln. Dann mache ich das doch mal. Status Quo. Ich weiß nicht, in welchem System du da gerade sitzt mit deiner Flotte. So, ich mache mal kurz Pause. Fürs Erste werden wir das akzeptieren. Hä? Also für den Status Quo ist das ganz schön wenig. Okay. Wenn nur die beiden bekommen haben. Dann würde ich aber jetzt die Pause lassen. Dann haben wir zumindest so ein paar Systeme wieder und können damit anfangen. Und... Nee, du hast ein paar doch, wieder. Du hast ich hab gar auch deine Systeme bekommen. Wieder. Du hast Handfason wieder gekriegt. Ja, das kriegen wir aber auch wieder hin. Hast du eine Schiffswerft irgendwo? Nein. Ich könnte dir 2,4 LOK geben. Okay. Ja, aber dann könnten wir ja nächstes Mal dann dem Jonas-Index direkt von Norden auf die Mütze geben, weil ich jetzt mit dem Grünen nämlich keinen Krieg mehr habe. Dann kann ich meine Flotte direkt durchschicken. Und... Ja, hast du noch irgendwo einen Konflikt, wo ich dann die Flotte hinschicken muss, die ich noch habe? Entweder du pushst durch... Wohin? Den Jonas-Index Jake retten. Direkt zu Jake durch und... Wo kann ich den langfliegen? Ich sehe keinen einzigen Weg dahin. Nicht nur Wurmlöcher, du kannst durch mich durch, dann nach rechts zu dem Grünen
und dann nach unten bist du schon direkt beim Feind. Dieser lila, ne, mit dem Männchen. Dann nach unten, das ist dieser ja, violette genau. Fliederwaden. Der mit dem Männchen. Okay, dann gebe ich der Flotte schon mal einen Damit Befehl dahin. Nicht vergessen, dass ich beim nächsten Mal nicht vergesse. Genau. Ja, und ich versuche dann hier links der Flotte irgendwie ja, ich habe auch eins, das führt zu dem Ja. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der sagt, wir waren zu weit weg. Weil wir haben doch eine Wurmloch-Verbindung. Naja. Wir haben noch eine. Wurmlöcher sind eh ein bisschen buggy gewesen. Ich habe gesehen, dass sie das auch gefixt haben mit dem Patch erst. Ja. Wurmlöcher nicht mehr direkt nebeneinander spawnen, weil ich teilweise wohl Wurmloch im System neben dem Wurmloch-System waren und die beide miteinander verlinkt super. Waren. So, aber dann würde ich doch jetzt sagen, wir haben es nochmal so ein bisschen rumgerissen. Naja, zumindest. So ein bisschen schon. Die können nur Anführer. Können die, verkaufen die mir ihre Flotte? Nee, die haben auch nur. Aber das kriegen wir wieder. Ich meine, Qui-Gon wurde ja vom Devouring Swarm auch halb aufgegessen. Und da haben wir jetzt. Ich habe immer noch 11.000 Flotte, ich weiß nicht, wie lange, aber ich hab's eigentlich, wenn du die anklickst, müsste das stehen. Also nicht bei der Flotte, sondern bei denen. Glaube ich, irgendwo stand das. Die hauen wieder ab am um. Aber du hast irgendwo noch eine, also die verschwinden jetzt nicht nach einem Jahr oder so. Die hast du eine ganze Weile. Na, können auch 10 Jahre gewesen sein statt 5. Also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber die hat man halt eine Weile. Und deswegen. Durchpushen zu Jake, Jakes Systeme befreien und dann Gegenangriff. Gut, das ist fürs nächste Mal geplant. Deswegen vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Danke fürs Mitspielen. Mal gucken, ob wir das Ganze noch retten können oder ob wir doch nächstes Mal GG sagen müssen. Wir werden es erleben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.